So, da wäre er wieder. Ich habe es mir überlegt. Also ich würde gerne in den Nether, aber ich würde ungern mit einer Eisenrüstung in den Nether. Und wenn ich in den Nether gehe, hätte ich auch ganz gerne Waffe und nicht meine Mech-Hackigen, die dritten, sondern irgendeine richtige Waffe. Das heißt, wir gucken mal, wie viele Diamanten wir haben. Dann gucken wir nach Alumite. Das wir herstellen und daraus stellen wir ein Schwert her. Am besten gleich zwei oder drei, dass, falls ich sterbe, dass ich dann eine Backup-Waffe habe, um wieder zurückzugehen, um meine Leiche zu holen. Also eine Alumite-Rüstung. Wir brauchen, nee, Quatsch, Alumite-Waffe, Diamantrüstung und vielleicht einen Verzauberungstisch. Ich meine, wir haben 39 Level da, die sollten auch mal benutzt werden. Das wäre eine Möglichkeit. Was noch, was noch, was noch, was noch? Tränke. Feuerresistanztränke eventuell. Und ich hatte eben gerade noch eine wichtige Sache im Kopf. Die ist aber abgehauen. Waffe, Rüstung, Tränke. Ah, genau. Ein so ein Spawn-Dingens, was wir benutzt haben, um den Turm auch wieder zu erobern. Haben wir das Ding noch? Wie hieß das? Das war nicht eine Magnum-Torch, das war das davor. Candelabra. Kann. Doch, ich glaube, das hieß so. Oder habe ich zu viel Zack gespielt? Nee, Candle, das ist es nicht. Chandelier war das dann? Ja, ein Chandelier haben wir nicht mehr. Oder haben wir nicht im System? Oh, ist komisch. Wir haben 800 Buckets. Lass mich raten, die Chips sind voll? Oder warum ist so eine schön gerade Zahl? Na, er ist nicht voll. Dann hatte ich einfach nur Glück. Okay, ich guck mal nach oben, um das Ding Chandelier zu finden. Da, okay, das haben wir schon mal. Dich nehmen wir mit. Dann gucken wir als nächstes nach den Diamanten. Dia 3. Okay, ich schmeiß den Chandelier mal wieder ins System. Dich übrigens auch. Dich auch. Das wird nichts. Also wir können gerne schon mal vorbereiten. Am besten, wir bauen das Portal irgendwo weiter weg. Oder da drin. Warte mal. Also das hier ist so ziemlich der gefährlichste Ort, den wir haben. Zumindest, wenn das Ding ungesichert ist und irgend so ein Verrückter da Wassereimer drin aufbaut. Also ich glaube, ich würde sogar das Portal hier hinten dran setzen. Weil jetzt irgendwo einen Steg bauen und dann mitten im Nichts so ein Portal und dann kommt man aus dem Portal raus und glitscht aus Versehen durch den Boden durch oder so, das wäre nicht so schön. Also ja, hier kann er auch durch den Boden durchglitschen, aber dann glitscht er wenigstens da runter. Nee, nee. Aber das Portal ist wichtig. Das heißt, ich hätte das Portal eigentlich ganz gern dann mittig. Also Süden oder Norden. Wobei die Plattform beide noch nicht stehen. Hab mich schon so ein bisschen drauf gefreut, jetzt so in zwei Folgen oder so vielleicht in den Nether zu gehen. Aber es dauert natürlich noch ein bisschen länger. Also allein schon die Diamanten zusammenzubekommen für die Rüstung. Aber gut, wir haben auf jeden Fall einen Plan. Und vor allem müssten es auch alles Dinge sein, die wir recht gut hinbekommen. Also es ist nicht so wie beim ME-System, wo wir jetzt auf Eisen warten müssen und auf Redstone oder sonst irgendwas. Sondern wir bauen einfach Sachen schon mal auf als Vorbereitung. Also einmal Plattform. Da und oder da. Dann bauen wir da das Portal auf. Dafür müssten wir Obsidian hier haben. Ich guck mal. Jupp, 30 Stück. Damit bauen wir dann das Portal auf. Ich weiß noch nicht, wie groß. Aber es kann ja beliebig groß sein, theoretisch. Das nehmen wir schon mal. Ein bisschen was lasse ich drin. Das sollte reichen. So. Also bauen das Portal auf, bauen neben dem Portal dann eine Kiste hin. Und da kommen dann nach und nach alle Sachen rein, die wir brauchen. So wie das Chandelier und die Rüstung und die Waffen und so weiter. Haben wir Alumite hier drin? Nö, Aluminum Brass haben wir drin. Design. Wir schmeißen gleich ein bisschen was von dir. Ich glaube, das reicht schon. Die dreimal hier rein. Das Invar kann raus. Das ist eine gute Idee. Klick, klick, klick. Das brauchen wir noch für unser, ne, Lava-Projekt unten. Viel, 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 viel mehr davon.
Aber das wird schön produziert, also das Eisen und Nickel wird schön produziert, während wir hier am Rumwuseln sind wegen der Nether-Geschichte. Also Obsidian, Aluminium. Ich sollte das Gold rausholen. Komm raus. So, so. Obsidian, Aluminium und noch irgendwas. Ich guck mal ganz kurz. Alumi. Molten Alumite, das ist doch. Obsidian, Eisen. Aber viel mehr Aluminium, das ist okay. Das heißt, Alu. Hier. 7 Blöcke reichen vollkommen. Wir wollen nur ein paar Schwerter herstellen. Eisen könnte allerdings ein Problem werden. Das heißt, wir müssen ganze Eisen. Wow! Sehr schön. Okay, ich habe nichts gesagt. So, die kommen bitte in mein Inventar. Die kommen nicht ins System. Ja, 300 Eisenbarren. Wie geil. Wie viel Redstone haben wir? 122. Okay. Das ist sehr schön. So, dich auch noch rein. Oh. Alles, was wir jetzt in Eisen reinschmeißen, digitiert erst mit Nickel zusammen zu Invar. Ist nicht so gut. Molten Aluminium. Das ist aber nicht Alumite. Woher weiß er eigentlich, mit was er sich kombinieren soll? Also wir haben jetzt zwei Legierungen, die entstehen könnten, wenn wir mehr Eisen reinschmeißen. Woher wissen wir, wann es Invar wird und wann es Alumite wird? Hat es damit zu tun, was oben ist oder was unten ist oder random? Müssen wir gleich mal gucken. Wobei beides nicht schlimm wäre. Theoretisch können wir aber noch viel mehr Eisen nehmen. Ja. Also ja, ich könnte einfach ganze Eisenbarren reinwerfen. Aber nicht so. So, dich noch. Das war zu viel. Dich noch. Alles Rinder. Und wir haben Invar. Haben wir ein bisschen... Nö. Was? Ah doch, er hat beides gemacht. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Das heißt, das Alumite wird reichen, um unsere Waffen herzustellen. Dafür könnten wir schon fast ein Großschwert herstellen. Und das Invar können wir wieder ablassen. So, weg, 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 weg. Ja. Apropos Großschwert. Also ich werde es nicht herstellen, weil ich es allgemein ein bisschen zu träge finde. Ich schlage lieber schneller öfter zu mit einem normalen Langschwert oder Breitschwert. Aber wenn wir solche anderen Werkzeuge herstellen wollen, also wie die Bratpfanne und das Großschwert und die Axt, die ganze Bäume instant fällt und so weiter, dann bräuchten wir noch den anderen Tooltable. Das, also Toolstation haben wir hier aus Holz. Die gibt es aber auch noch in der Steinvariante. Die braucht allerdings Stahl. Was jetzt ja nicht mehr wirklich ein Problem ist. Ich hatte sogar aufgehört, Stahl zu produzieren, weil ich keinen wirklichen Nutzen daran sah in dem Moment. Eisen war ja da gerade wichtiger. Das sollten wir auch noch ändern in den nächsten Folgen. Dass wir zwischendurch mal wieder ein bisschen Stahl herstellen. Weil Eisen, ne? Tada! Das sieht... Kann man echt nicht sagen. Oh, noch mehr Invar. So, Eisen ist fertig. Sehr gut. Raus, raus, raus. Dann hätte ich gerne wieder mehr Nickel. Lalalala. So, um daraus wieder Invar herzustellen. So. Nee, nee, raus, 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 raus. So. Also wir brauchen... Warte. Ich brauche jetzt eine Gussform für Schwerter. Das heißt, ich muss erstmal die... Es ist so lange her. Ich muss jetzt erstmal ein Stencil herstellen für eine Schwertklinge und einen Schwertgriff. Und dann brauche ich noch... Ah ne, Swordblade Pattern habe ich schon. In weiser Voraussicht irgendwann mal gemacht. Swordblade, Whiteguard und wo ist der Griff? Warum habe ich kein Griffdingens hier drin? Ach, das ist wahrscheinlich schon hier drin, ne? Im Partbilder. Ja, genau. Oh, und das war verbunden. Okay. So, 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 so. Dann stell bitte her ein Stone-Dingens. Kann man nicht zum Craften benutzen, ist nur dafür da, dass wir den Gussform gleich herstellen können.
Und das gleiche machen wir mit dem White Guard Pattern auch mal. So, weg mit dir. Das heißt, die beiden haben wir. Die beiden legen wir jetzt hier rein. Du, du. Klick, klick. Du, hör mal auf zu arbeiten. So. Das ist mir jetzt zu unheimlich mit dem automatischen Absaugen und was weiß ich, das klappt bisher nie. Obwohl es eigentlich klappen sollte, aber das ist mir zu friemelig. Wo haben wir es denn? Resonant Ender, Molten Electrum, Molten Copper, Molten Nickel, Molten Aluminium Rust. Sogar genau zwei Stück. Sehr schön. Also einmal hier eine Form, einmal da eine Form. Flup, 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 flup. Form hin, Form hin. So, dann wechseln wir auf Alumite. Alumite. 1, 2. Pink Power. Flop, flop. Griff. Allgemein, bei Waffen nehme ich das nicht ganz so wichtig. Bei Waffen ist eigentlich nur die Klinge wichtig. Also ja, das Ding erhöht jetzt noch mehr Durability, das heißt, es hält länger, aber nee, nee. Obwohl, warte mal ganz kurz, hier steht Speed mit bei. Ich bräuchte mal ganz kurz Holz. So. Stencil Table, nein, Part Builder. Two Rod Pattern, genau. Wenn wir daraus jetzt... Da steht nur Handle Modifier. Okay, also beim Griff scheint es wirklich egal zu sein, aus welchem Material es ist. Er sorgt nur dafür, dass der Handle Modifier anders ist und der Handle Modifier sorgt dafür, dass die Durability von dem Werkzeug mal genommen... Was war das? Mal genommen wird mit dem Wert des Handles. Also wenn man eine schön stabile Waffe haben will, dann kann man das damit ruhig machen. Aber für mich macht es absolut keinen Unterschied, wie viel Durability die Waffe hat. Also ja, sie geht schneller kaputt. Aber man kann sie dann auch schneller reparieren. Also, nee, nicht wirklich wichtig. Das heißt, ich mache noch ein... Du raus, du rein, du raus, du rein. So, gucken wir mal. Toolstation. Ich hätte gerne... Da-da. 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 Tada! Broadsword mit Rainforce 2. Du bist Pink Power der Erste. Du bist Pink Power der Zweite. So, Pink Power der Zweite kommt schon mal gleich ins System. So. Und jetzt müssten wir das Ding eigentlich leveln, bevor wir in Nita gehen. Ich bin nicht so wirklich motiviert, da reinzugehen und Gegner zu töten. Ja, yeah, deswegen lassen wir das erstmal und essen ein bisschen Toast. Wir könnten theoretisch irgendwo... Aber wir könnten eine Plattform bauen und nicht ausleuchten. Und wir könnten da unten die Fackeln wegnehmen. Ich glaube, ich baue lieber noch eine Plattform. Das wollte ich ja eh machen. Also schnappen wir uns noch den Wand hier. So, du kannst im Inventar bleiben. Du kannst ruhig rein, du kannst 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 rein, alles rein. So, ich brauche mehr Koppel. Koppel, 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 Koppel. Ah, Fackeln habe ich genug für Licht. Jo. Dünn. Wo war die Mitte? Hier ist die Mitte. Das heißt, das ganze Gedöns muss weg. Schon mal nicht so praktisch. Vor allem du, wenn du explodierst, nicht alles rumfliegt, wäre doof. So. Alles ins System. Nee, werfen ein Koppel weg, machen dann dich weg, bauen dich woanders neu aus. Da. Auf. Ja, diese komische Konstruktion hier. Weg. 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 Da muss ich nochmal ganz kurz gucken, ob ich hier irgendwas falsch gemacht hatte bei meiner komischen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, okay, Geschichte. Aber die Plattformen müssten jetzt doch eigentlich alle richtig sein, ne? Ja, hier hätte ich angefangen zu zerstören, um dem angeblichen Gerogon der Zukunft, der jetzt Gerogon der Gegenwart ist, zu sagen, dass er hier zerstören soll. Aber das ist falsch.
Die Aussage, dass ich zerstören soll in der Zukunft, war falsch. Was ich vorher gemacht hatte, war richtig. Das heißt, eigentlich müssen wir es jetzt neu aufbauen. Aber ich teste nochmal. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Mitte. Ja, alles gut. Hier. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du weg, du weg, du weg, du weg. Hier kommt die Brücke hin. Das heißt, die Ecke hier ist frei. Ja, ja, genau. Wir haben keine Slabs dabei. Das ist ein bisschen doof. Das dahin. Das heißt, jetzt die Slabs hier hin. So, so, so. Machen wir dicht. Und dann kann hier in die Ecke das Ding hin. Und die ganzen Pattern können rein.